Das Rennen ist jetzt wenige Stunden vorbei. Wir als Tourismus Marketing GmbH ziehen natürlich auch Bilanz nach dem Weltcup-Wochenende, das jetzt 4 Jahre auf sich hat warten lassen. Wir haben immer gesagt, wir wollen den Weltcup bei uns haben. Es ist die Champions League des alpinen Wintersports. Die touristische Bilanz ist, wenn man jetzt vom windigen Freitag einmal absieht, hervorragend. Mit dem Sieg von der Liz Görgl am Samstag, jetzt auch mit dem Stockerplatz von der Anne am Sonntag. Aber es ist jetzt auch Zeit, um vielen Dank zu sagen, die im Hintergrund tätig sind. Der Weltcup ist im Fernsehen eine Veranstaltung, die man vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde sieht, aber es ist schon Monate vorher. Wir sind zum Beispiel, das OK-Büro hat schon seit 4. Juli geöffnet. Es sind Iris Saringer, Tamara Scheiflinger, um zwei Namen zu nennen, sind ja seit Monaten an diesem Unternehmen Weltcup. Das ist ja sowas wie eine große Firma, die sich über Monate aufbaut, was heute mehr oder weniger um 13 Uhr seinen Höhepunkt gefunden hat und dann jetzt wieder abklingt in Richtung Europacup-Rennen. Auch das darf man nicht vergessen. Viele fahren jetzt nach Hause, man sieht die Zeitungsberichte morgen dann, aber es finden diese Woche noch Europacup-Rennen statt. Das heißt, Streckenchef Christian Bayer, Kika, der wird am Dienstag wieder Dienst haben. Es muss gesetzt werden, es wird wieder präpariert und auch wenn es nicht die Champions League ist, wenn es die zweite Division ist, muss man Top-Qualität bringen. Letztendlich sind wir so von der Kommunikationsabteilung des Ortes für Presse und Marketing zuständig und das kann man sagen, es war ein perfektes Wochenende. Schaut man jetzt in die Zukunft, dann glaube ich, hat da jeder so Geschmack gefunden an den alpinen Speed-Disziplinen der Damen. Wir haben gesehen, dass der Klammerstich, dass da selbst einmal die Linse Wann Bodenberührung hat, dass die Liz Görgl das fantastisch gemeistert hat. Und schlussendlich kann man sagen, wenn man das in die Zukunft bringt, ich glaube, Kleinkirchheim ist sowas wie das Cortina Österreichs, der wahre Downhill- und Abfahrtsklassiker.